Hallo David, bist du online? Hallo Jule, ich bin online. Wunderbar, Verbindung steht. Wie ist das Wetter in Münster? Es geht gerade, aber es ist eigentlich Sonnenschein. Das heißt, eigentlich nicht so schlecht. Wie ist das Wetter denn in Berlin? Ich sag dir mal eins, die Sonne knallt. Mensch, lass uns doch noch ein bisschen über das Wetter reden, wie die alten Omas. Nee, Juli, ich glaube, wir machen besser was anderes. Wir sagen nämlich, glaube ich, erstmal unseren Zuschauern Hallo, oder? Gute Idee. Hallo! Tag. Guten Tag auf unserem Kanal. Wir sind Tulipa und Säbel oder auch Jule und David. Here we go! Unser Video gefunden. Wie ist das möglich? Das frage ich mich auch. Das ist nämlich unser allererstes Video, was wir heute zusammen machen. Und wahrscheinlich wundert ihr euch, dass Jule und ich hier nicht zusammensitzen. Aber wer sehr aufmerksam war, hat jetzt schon rausgefunden, dass wir leider beide nicht in derselben Stadt wohnen, sondern Jule in Berlin wohnt, ich wohne in Münster. Wir haben aber trotzdem vor, zusammen einen YouTube-Kanal zu machen. Eigentlich machen wir in unserem normalen Leben was ganz anderes. Wir sind eigentlich am Theater, aber Theater ist ja vielleicht auch nicht so das Ultramodernste. Und so dachten wir uns, ja, wir müssen auch mal einen YouTube-Channel machen. Wir haben so Klar. viele YouTuber uns angeguckt, so viele Videos uns angeguckt und dachten, da auf diesen Zug springen wir mit auf. Und hier sind wir. Tada! Tada! Wie Jule schon gesagt hat, wollen wir gerne hier auf diesem Kanal weiterhin Videos posten. Und dazu brauchen wir eure Mithilfe. Wir wollen gerne von euch wissen, die Leute, die sich jetzt zum ersten Video von dem Tulipa und Säbel-Kanal hierhin verirrt haben. Was möchtet ihr sehen? Was möchtet ihr gerne von uns sehen? Was sollen wir machen? Wir werden ein paar Videos schon im Vorfeld auf den Kanal stellen. Für uns wäre es immer super zu wissen, was ihr über die Videos denkt, was ihr cool findet, was ihr verbesserungswürdig findet. Das natürlich alles immer unten hier in den Kommentarleisten. Ganz genau. Jetzt kommen wir aber erstmal zu unserem ersten Video. Klar, es ist schön, dass wir uns jetzt alle gegenseitig vorgestellt haben, aber das ist natürlich noch nicht alles für das erste Video. Wir haben für das erste Video eine kleine Recherche betrieben, nämlich wollten wir wissen, welches war denn das allererste YouTube-Video auf der ganzen Welt. Und wir sind fündig geworden, nämlich. Das erste Video, was jemals auf YouTube gestellt wurde, also das allererste YouTube-Video, wurde im Zoo gefilmt. Den Link dafür seht ihr hier, den könnt ihr auch noch anklicken. Und deswegen haben wir gedacht, na klar, um einen erfolgreichen YouTube-Kanal zu starten, muss man sein erstes YouTube-Video im Zoo filmen. Und deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg. Ich mache mich auf zum Aquarium am Berlin Zoologischen Garten. Ich werde jetzt hier in den Münsteraner Allwetterzoo gehen, was sehr gut ist, weil es nämlich jederzeit anfangen kann zu regnen. Ihr habt natürlich den großen Vorteil, dass ihr jetzt in eurem schönen, warmen, gemütlichen Zuhause bleiben könnt und uns einfach zugucken könnt, wie wir in mit Gummistiefel und Regenschirm Losgehen. losgehen. Genau. Also, bist du bereit, Jule? Ich bin bereit, los geht's. Sehr cool. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir sehen uns später. Ich bin sehr gespannt, was du im Zoo im Berlin erleben wirst. Auf jeden Fall, lass dich nicht von den Löwen fressen. Bis später. Bis bald. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, ich bin jetzt auch am Zoo angekommen hier in Münster. Ich freue mich schon sehr. Ich freue mich vor allem auf die Erdmännchen. Also los geht's. So, ich bin drin. Eintrittskarte ist gekauft und sogar schon den ersten Freund gefunden. Und jetzt bin ich mal gespannt, wo ich als nächstes hinkomme.
Das sind sogenannte Bongos hinter mir. Und laut Information gibt es hier sogar Bongo-Nachwuchs, den ich allerdings noch nicht entdeckt habe, aber vielleicht zeigt er sich ja gleich. Nee, ich bin hier nicht im Dschungel gelandet, ich bin im Tropenhaus. Und ich werde mich jetzt mal vorsichtig durchs Dickicht schlagen, um zu gucken, wer eigentlich alles hier lebt. Ziel schon ein bisschen näher gekommen, zumindest wenn ich mir den kleinen Freund hier angucke. Das heißt, auf geht's zu den Erdmännchen. Das war jetzt mein kleiner Ausflug in den Zoo. Hinter mir, wenn ihr ganz genau hinguckt, könnt ihr noch ein paar Zebras sehen. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich war jetzt 2 Stunden hier und bin sehr gespannt, wie es Jule eigentlich gerade in Potsdam geht und was sie eigentlich so treibt. Ich würde mal sagen, wir schauen es uns einfach an. Bis gleich. Los geht's! Wir sind hier im Zoo-Aquarium in Berlin und wir fangen direkt mit der Hauptattraktion an, Fische streicheln. Gleich kommen die. Ui, jetzt kommen die wirklich. Ja.
Wir sind hier bei meinem neuen besten Freund, dem Zitronenkugelfisch. Hallo. Hallo. Meine kleinen Homies, die passen auf mich auf. Und jetzt will ich Haie sehen. Jetzt wird's dunkel. Jetzt wird's dunkel. Thank you.
das war's. Ich fand's super spannend. Und zum Schluss möchte ich auch nochmal Fische streicheln. Tschüss! Da sind wir wieder! Da sind wir wieder! Schön, dass ihr mit dabei wart. Jule, war das Spaß? Unser erstes Video, wir haben es geschafft. Yeah! Yay! Also ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen. Uns hat es mega Spaß.